Yo, ich habe endlich das Ding gefunden, worauf meine Teammates CSGO spielen. So Leute, ich gehe einfach mal davon aus, dass es heute endgültig vorbei ist, weil wir haben jetzt noch zwei Fälle. Einer davon ist wirklich, wirklich kurz, der andere ist ein bisschen länger. Aber das sollte sich dieses Mal wirklich in einem Video machen lassen. Deswegen, wir verabschieden uns geistig schon mal von diesem Spiel. Es war schön. Pass auf, wie ich das jetzt sage und dann dauert es wieder länger als gedacht oder das Spiel zaubert noch irgendwas aus dem Hut. Wir lassen uns überraschen. Wir gucken mal. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir überrascht werden und zwar im positiven Sinne, weil bis jetzt waren alle Fälle wirklich, wirklich großartig. Ich glaube nicht, dass das nach hinten jetzt abnimmt in seiner Großartigkeit. Deswegen freue ich mich auf das, was da noch kommt. Und damit willkommen zurück hier bei The Dark Side Detective, wo uns nur noch zwei Fälle von einem komplettierten Spiel trennen. Diese beiden Fälle sind Poltergeist und Bates Motel. Poltergeist ist, soweit ich das gesehen habe, wirklich, wirklich, wirklich kurz, so um die 20 Minuten. Bates Motel ist wieder ein bisschen länger, ungefähr so wie Dawn of the Dead oder Die Hard. Natürlich immer abhängig davon, wie schnell ich das löse. Und ich würde sagen, ich laber nicht lange, wir gehen rein in den Fall Poltergeist. Dinner mit der Dooley-Familie. Okay, also erstens mal, Dooley hat eine Familie, das habe ich jetzt gerade erst gelernt. Und zweitens, Dooley versteht das Konzept einer Familie? Er macht Fortschritte, er entwickelt sich schneller, als wir gedacht haben. Yo, in dem Fall würde ich einfach mal sagen, wir legen los und lernen Dooleys Familie kennen. Weh, sie besteht aus Mannequins oder Puppen oder sonst irgendwas, das könnte ich mir vorstellen. Poltergeist. Okay, es geht also ganz offensichtlich um Poltergeister oder sowas, irgendwas in die Richtung. Danke, dass du zum Abendessen kommst, Detective. Meine Schwester liebt es, meine Kollegen zu treffen. Dooley, ich komme zu den monatlichen Abendessen deiner Schwester schon seit Jahren. Und ihr gefällt das? Lass uns endlich reingehen, bevor mein Magen protestiert. Okay, und selbst wenn er zu Hause ist und ganz offensichtlich nicht im Dienst, trägt er seine Uniform, es sei denn, wir sind zusammen hier hingefahren. Das würde auch erklären, warum das Auto dasteht. Und das Auto kommt gefühlt in jedem Fall mindestens einmal vor, ne? Das ist eigentlich total cool, dass der Streifenwagen, also entweder steht er immer hier oder hier. Ich glaube, er stand noch nie in der Mitte so richtig. Entweder links oder rechts, aber mindestens einmal pro Fall in irgendeinem Screen. Ein Gnome. Oh, er macht nicht hoho, you got Gnome. Oh, schau dir mal diesen Kerl ohne Freunde an. Gnome alone, was? Wir haben ihm letzten Sommer einen Freund gekauft, aber der ging in New York verloren. Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Ja, 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 ja. Patricia wird so froh sein, dass du hergekommen bist. Es amüsiert mich immer aufs Neue, dass deine Schwester Patricia heißt. Warum? Was, ernsthaft? Findest du es nicht auch seltsam, dass du Patrick heißt und sie Patricia? Nö, das ist ein guter Name. Meine ältere Schwester Patrice findet das auch. Genauso wie mein Bruder auch Patrice. Auch Patrice? Wie sonst hätten wir ihn nennen können, außer einfach Patrice? Ich sehe schon, diese Familie macht sich das alles ein bisschen einfach. Warum kommt da kein Ton raus? Es ist letztes Jahr kaputt gegangen, also habe ich es zusammengeklebt. Ich habe es richtig gut verklebt. Das Auto. Bist du mit dem Streifenwagen gekommen? Ich habe mich verspätet. Das Blaulicht ist der beste Freund des hungrigen Mannes. Ach so, das heißt, ich bin entweder hierher gelaufen, privat gefahren oder habe den ÖV benutzt. Und der Kollege kommt mit dem Streifenwagen und hat Blaulicht und Sirene eingemacht. Eine Sonderwegesrechte, um schneller hier zu sein. Fühle ich. Ich könnte jetzt auch ein bisschen vertragen. Was ist hier los? Komm schon, Bas, mach den Fernseher aus, wenn du mit deinem Joy-Child TM spielst. Strom wächst nicht auf Bäumen. Nein, Dooley, ich meine den Fernseher. Tatsache, da ist so ein böses Gesicht drauf. Was? Ich habe ihm doch gerade gesagt, er ist lebendig, genau. Lebendig und wütend. Das ist Pauly. Das zeigt, was Kinder also heutzutage schauen, hä? Okay. Was auch immer Schwesterherz kocht, riecht fantastisch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Lass mich raten, Bas ist irgendwie vom Fernseher besessen. Wobei, nee, er ist ja gerade mit seinem, hier, mit seiner Konsole beschäftigt. Das heißt, der Fernseher ist jetzt halt, wie gesagt, lebendig und wütend, weil er die ganze Zeit irgendwie RTL abspielen muss, wo Leute ausgenutzt werden, die gar nicht checken, was für einen Vertrag sie unterschreiben. Ich weiß es auch nicht. Hä? Was? Hey, Bas. Hey, wegen dir habe ich meinen Highscore verloren. Ich hasse dich. Hass ist ein starkes Wort, junger Mann. Kinder sind solch zauberhafte Wesen, oder, Detective? Was ist hier los? Nichts. Was? Erzähl dem Onkel Detektiv, was passiert ist. Mann, ey, na gut. Mama hat für heute Abend nach dem Essen dein Video ausgeliehen, aber mir war langweilig und ich habe es angeschmissen. Dann ist der Fernseher ausgeflippt, also habe ich mein Game gezockt. Yo, yo, wir benutzen fette Jugendsprache in unserem Spiel. Wo hast du das Video ausgeliehen? Videoverleih am Indianerfriedhof GmbH. Ja, das erklärt so ziemlich alles. Wo ist die Kassette jetzt? Weiß nicht, immer noch im Gerät, schätze ich. Hast du versucht, sie rauszunehmen? Warum sollte ich sowas tun, Mann?
Also letztes Mal, ne, in By Heart war er deutlich freundlicher. Der wollte zwar auch zum Weihnachtsmann, aber hat nicht dauernd Mann, ey, Alter gesagt. Was ist denn aus dem Jungen geworden? Ich weiß ja nicht, wie viele Monate das waren seitdem. Aber man, wobei, vielleicht ist er so, weil wir ihn zurückgelassen haben. Wir haben ihn ja zurückgelassen und dann hat er gemerkt, dass niemand für ihn da ist. Und jetzt hat er sich eine Schale nach außen hin aufgebaut. Es ist so traurig. Außer, dass dieses Ding in eurem Fernseher ist. Ey, lass mich in Ruhe, du ruinierst mir das Spiel. Ja, und du ruinierst gerade mein Spiel, weil du einfach nur frech bist. Pff, ja, ja, ist ja in Ordnung. Popcorn, du ruinierst dir deinen Appetit mit diesem Müllbass. Bleibt dann also umso mehr Abendessen für euch. Wir müssen dem Kind dringend ein mehr Snacks holen, sofort. Interessantes Stück. Hat Mom gemalt. Es heißt, I have no mouth and I must scream. Ja, das ist der Schrei, ne? Plus natürlich noch, I have no mouth and I must scream. Ja, ja, ja. Fernseher. Was zum... Rettet mich! Was? Bist du da drin gefangen? Wer bist du? Ich veräpple dich nur. Ich brauche keine Rettung. Aber die Leute hier im Haus schon. Was bist du? Ich bin ein Poltergeist, ein professioneller Geist, der an Orten rumgeistert, mit einer Vorliebe, Dinge zu bewegen oder zu besetzen. Und dieses Haus ist mein neues Zuhause. Warum bist du hier? Ein Spieleentwicklerteam hält mich in einer Videokassette gefangen, aber ich weiß nicht warum, aber diese Dummköpfe haben mich befreit. Und ich gehe niemals zurück. Ich schwöre Rache dafür, dass man mich auf diese Weise eingesperrt hat. Eine absolut unmenschliche Erfahrung. Aber du bist doch gar nicht menschlich. Ist mir egal, ich brauche nur einen Grund, um Unruhe zu stiften. Werden wir beste Freunde mit ihm? Ich habe irgendwie das Gefühl, er ist einfach, wie gesagt, nur wütend und will das vielleicht gar nicht machen. Wo hast du die Fernbedienung versteckt? Weit weg von hier und weit weg von dir, Fleischi. Warum kann ich einfach mal was einfach sein? Was willst du? Zerstörung! Ich übernehme langsam die Kontrolle über dieses Haus. Und sobald ich das tue, zerschmettere ich alles und jeden, der sich darin befindet. Wie verschwinden wir besser von hier, Duli? Seltsam, die Tür ist verschlossen. Tick-Tock, Tick-Tock. Jeden trifft's aus diesem Block. Müsst ihr immer reimen? Ich muss einen Weg finden, diesen Fernseher zu exorzieren. Und zwar schnell. Okay, wie zuvor kommt für einen in Kürze plattgemachten Fleischhaufen. Nicht, solange ich hier Wache schiebe. Giftzwerg. Giftzwerg. Stopfen. Das ist ein Stecker. Lass uns den Stecker rausziehen. Ich glaube nicht. Elektroschock. Ja. Nimm das. Okay, das funktioniert also nicht. Mal sehen. Der Workout-Horrorstreifen Der Exorzist. Eine Geschichte über ein paar Vampire, die ihre Fehltaten realisieren. The Found Boys. Und der unglaublich unaufregende Fantasy-Adventure-Klassiker No Trouble in Little Italy. Bücher. Moment, das sind gar keine Bücher. Das ist ein verstecktes Safe, aber da ist nichts drin. An seinem Platz würde ich nichts Wertvolles zurücklassen. In dieser Gegend gibt es eine Menge Bücherdiebe. Sie könnten aus Versehen auch die Wertsachen mitklauen, dann werden alle traurig. Vase. Gänseblümchen sind meine Lieblingsblumen. Meines Weizen. Der Colonel braucht seine Ballaststoffe. Das ist schäbig. Die Küche. Das ist also seine Schwester und die Tür ist auf magische Art und Weise versperrt. Das hatten wir ja schon. Schön, dass ihr Jungs es euch einrichten konntet. Danke, dass du uns eingeladen hast, Patricia. Ich habe extra meine Elastan-Uniform angezogen. Das heißt, der quietscht einfach die ganze Zeit gefühlt, wenn er rumläuft. Also je nachdem, wie viel Gummi da drin ist. Ne? Schicke Pralinen. Die hier für später konfiszieren? Guter Plan. Okay, cool. Der erste Gegenstand. Kühlschrank. Ist nicht so viel. Das Abendessen ist bald soweit. Werde ich nicht. Ich muss mir nur diese Würstchen ausleihen. Okay. Kann ich probieren? Kann ich? Patrick Dooley, immer mit der Ruhe. Ich bin die Ruhe in Person. Ich bin Beamter. Okay, du hast gewonnen. Vorsicht, ist brandheiß. Ja, so wie du. Wink. Lass mal mich an Dudis Schwester ranmachen. Ich weiß auch nicht. Ein Schrank. Popular Tarts. Frühstücksgenuss der ersten Mal für freizügige Kinder. Okay. Purge Soda. Was runtergeht, muss auch wieder hochkommen. Das ist eklig. Serial Killer. Mache sie auswendig, solange sie noch klein sind. Baked Beans Pizza, weil die kleinen Leute in deinem Leben eklig sind. Töpfe. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich einen Topf in meiner Jacke herumtragen möchte. Deswegen macht er es einfach nicht. Hi Francis, ich hoffe, du hast Appetit mitgebracht. Habe ich, danke für die Einladung. Gern geschehen, Francis, du weißt, dass ich dich gern zu Besuch habe. Das Abendessen riecht gut. Alles riecht gut, wenn man es mit Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne brät. Das ist tatsächlich wahr. Ach, ich bin sicher, es wird wunderbar. Auf jeden Fall wird es besser schmecken als die Donut-Café-Dauerdiät. Okay, Patricia, hast du irgendwas Seltsames bemerkt, als seit Bass das Video eingelegt hat? Hat er es etwa schon gesehen? Dieser Junge, so kräftezehrend. Tut mir leid, Francis, ich bin ja die ganze Zeit am Rotieren gewesen, um das Abendessen zuzubereiten. Ich glaube, selbst wenn die Wände um mich herum näher gerückt wären, hätte ich es nicht bemerkt. Ist das vielleicht passiert? Ist das Vorstellung? Ach, Knoblauch ist gut dafür geeignet, übernatürliche Dinge in die Flucht zu schlagen. Kann ich was davon haben? Klar, hier hast du ein paar Reste. Deine Hände werden traumhaft duften. Okay, Knoblauch.
Das heißt, ich habe jetzt Pralinen, Würste und Knoblauch. Alles klar, Waschmaschine. Brauchst du Hilfe beim Rausnehmen der Wäsche? Jederzeit. Bass ist nutzlos, wenn es um Hausarbeit geht. Danke, Francis. Ein Laken. Okay, muss ich legit irgendwie einen Geist bauen mit einem Laken? Und so schauriger Durchgang. Das wird nicht funktionieren. Also, was ist hier los? Bass hat wahrscheinlich das Licht in der Speisekammer angelassen. Immer lässt er das Licht an. Glaubt er etwa, Strom wächst auf Bäumen? Das ist kein Sprichwort. Ja, Geld wächst auf Bäumen. Also sagt man so, ne? Oder wächst nicht auf Bäumen. Das ist, nicht normal. Hat deine Schwester anbauen lassen? Mit dem geringen Einkommen von Bass? Unwahrscheinlich. Kinderarbeit oder was? Quietscheentchen. Du hast einen ziemlich vorwurfsvollen Blick für eine Quietscheente, welche aus Raum und Zeit gerissen wurde. Fernbedienung. Das ist die dumme Fernbedienung. Das ist die Fernbedienung. Jetzt fehlt mir nur eine Methode, sie sicher zu erreichen. Stoppschild. Zu viele Stoppschilder bringen mich immer zum Rasen. Toaster. Warum gibt es kein richtiges Essen in dieser Speisekammer? Yo, ich habe endlich das Ding gefunden, worauf meine Teammates CSGO spielen. Cool. Und was machen wir jetzt? Ich muss an die Fernbedienung kommen. Und ich habe nicht so viele Räume. Ich habe nur die Küche, der schaurige Durchgang und das Wohnzimmer. Es gibt keinen Keller. Ich kann nicht nach rechts. Das heißt, ich muss jetzt aus dem Zeug, was ich habe, irgendwas basteln. Bettlaken, das nach Wasserfall riecht. Ist nicht parfümiert, sondern immer noch nass. Toll. Und Knoblauch. Hält Vampire und andere geisterhafte Gestalten in Schach. Einfach das mal versuchen? Was glaubst du eigentlich, was für ein Gast ich bin? Ja, okay. Meaty Mix Wurstschnur. Direkt aus dem alten Land. Und die Pralinen. Ein Schachtel teurer Pralinen. Kombiniere ich jetzt einfach alles mit allem und guck mal, was passiert. Laken mit den Würsten. Improvisiertes Seil. Nee. Das heißt, er nimmt das Bettlaken und bindet die Wurstschnur dran, um ein improvisiertes Seil zu bekommen. Das ist so ein hirntotes Rätsel. Also, da wäre ich auch nie drauf gekommen. Ich habe jetzt einfach mal alles mit allem kombiniert. Das hat funktioniert. Komme ich jetzt damit an die Fernbedienung? Gott, das Spiel ist so dumm manchmal, ey. Das wird nicht funktionieren, oder? Das wäre zu easy. Ach, so machen wir das. Okay, Julie, halt das mal so doll fest, wie du kannst. Ich werde niemals loslassen, Jack. Sag das bloß nicht, ob sie losliegt. Sie hat sich anders... Hey, lass uns das nach dem Abendessen ausdiskutieren. Eben gerade ist es Zeit, die Fernbedienung zu ergreifen. Na gut. Eine entladene Fernbedienung. Jetzt müssen wir die wieder aufladen. Das ist ein Problem. Mit leeren Batterien, ergattert aus den Eingeweiden der Antispeisekammer. Bauen wir eine Knoblauchbatterie? Nee, so funktioniert es natürlich nicht. Ne? Habt ihr Batterien? Also erstmal deine Speisekammer. Ist dir irgendwas Räumliches darin aufgefallen in der Speisekammer? Naja, von dort... Ich muss die Batterien aus Buzzes Game klauen. Ich check's. Naja, von dort kam heute eine Art Luftzug. Meintest du das? Sicher, ich werde mich drum kümmern. Das wäre fantastisch, aber versuche dich nicht allzu schmutzig zu machen. Das Abendessen ist bald soweit. Bis später, Francis. Ist das jetzt... Ne, es gibt ja dieses Meme, wenn dein Gameboy irgendwie Batterien braucht, aber sie sind leer und dann nimmst du die aus der Fernbedienung und machst sie da rein. Das ist jetzt genau das Umgedrehte, aber der wird die Batterien nicht rausrücken. Ich brauche die Batterien von einem Joy-Child. Wenn ich was dafür kriege, denke ich drüber nach. Wo ist denn Respekt der Erwachsenen gegenüber geblieben? Kannst davon wohl echt nicht genug kriegen. Keine Ahnung, Aretha Franklin hat es auch nicht geschafft. Ja, hier, komm, nimm die Pralinen. Hey, Bass, willst du Schokolade? Ja. Ich tausche sie mit dir gegen die Batterien aus deinem Joy-Child. Ha, nix da. Okay, bleib mehr für Dulli und mich. Hurra! Na gut, ich tausche. Oh. Die dummen Batterien. So, jetzt läuft die Fernbedienung wieder. Funktionierende Fernbedienung. Und tschüss, böser Geist. Weiche von mir! RIP. Böse Videokassette. Die müssen wir jetzt exorzieren, ne? Ich brauche was, um sie zu reinigen. Der Knoblauch. Hoffentlich können wir das Böse aus diesem Band rausstänkern. Ritualgegenstände. Und jetzt... Der ist fast schon benutzbar. Jetzt muss ich noch den Knoblauchsaft in das Band reinbrutzeln. Der Ofen. Ich muss das nur für einen Moment hier reintun, sodass der Knoblauchsaft einziehen und die Kassette reinigen kann. Und fertig. Gelöschte Videokassette. Cool, eine gereinigte Kassette. Nun ist es an der Zeit, sie in den Videorekorder zu stecken, in den Poltergeist und den Poltergeist auszutreiben. Nice, machen wir das so. Ja, gib mir der... Moment, das schmeckt irgendwie falsch. Sei verdammt! RIP. Er scheint es vertrieben zu haben. Was auch immer Jungs gerade spielt, es ist Zeit, es beiseite zu legen. Das Abendessen steht auf dem Tisch. Ja, das ist mal, was ich einen perfekten Ablauf der Ereignisse nenne. Sag doch gleich perfektes Timing. Was? Perfekt. Weißt du was? Egal, lass uns essen.
Wise Guys. Schinken mit Grünkohl und Kartoffeln. Mein Lieblingsgericht. Esst alle auf, ich will meine besten drei Jungs bereit haben für alles, was das Leben ihnen entgegenschmeißt. Danke, Patricia. Ohne Mantel und hier Dooley ohne Mütze. Und auch ohne... Ne, das ist Dooley. Na, das ist seine Mütze. Man kennt ihn fast nicht ohne. Und das ist McQueen ohne den Mantel. Danke, Patricia. Kein Grund mehr zu danken. Wir sind doch eine Familie hier. Boah, Erwachsene sind voll lahm. Fall geschlossen. Der war echt super kurz. So pipapo 20 Minuten. Oh, das war schön. Hier steht dann auch immer ein Nachtrag. Na, Poltergeist wurde auf das Haus losgelassen. Wir haben uns pünktlich zum Abendessen um ihn gekümmert. Indem wir ihn gekillt haben. By the way. Ja, also wir haben ihn nicht irgendwie rausgeschafft. Wir haben ihn umgebracht. Der arme Pauli. War Pauli sein Name? Ich glaube, Pauli war sein Name. F in den Chat für Pauli, armer Typ. So, das war jetzt echt relativ kurz, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen noch Bates Motel. Dooley hat Geburtstag, also gehe ich mit ihm zu Twin Lakes Straßenrand Attraktion Nummer 1, um zu feiern. In ein Motel namens das Bates Motel? Okay. Außerdem Dooleys Geburtstag, das ist ein wichtiger Tag in unserem Leben. Okay, es gab selten etwas, was wichtiger ist als das. Gespannt? Junge, das bin ich. Das ist so eine coole Idee, meinen Geburtstag zu feiern. Ich kann es kaum glauben, dass Chief Scully uns eine Auszeit spendiert hat. Ich stehe viel besser mit dem Chief, als du denkst. Du hast es ihr nicht erzählt, oder? Nein, aber der Vorteil der Arbeit, ich sag dir, dass El Chupacabra hier draußen Probleme macht. Ist das eine Gang? Der Punkt ist, wir werden für die nächsten Tage nicht im Büro erwartet. Also lass uns da hinfahren und uns zurücklehnen. Ja, nur kommt's nie so, wie man das gerne hätte, weil wo die beiden auftauchen, gibt's immer irgendwie Ärger. Ich kann nicht glauben, dass wir so lange gebraucht haben, um Twin Lakes größte Straßenattraktion zu besuchen. Die feinste und einzige Attraktion. Ich bin so gespannt auf das Zeug, was aus dem Lake Monster gefischt und hier ausgestellt wurde. Und ich bin gespannt herauszufinden, warum sie das alles den ganzen Weg bis zur Küste gebracht haben, anstatt es einfach in der Nähe des Sees zu lagern. Egal, lass uns die Taschen aus dem Auto holen und an der Rezeption einchecken, bevor wir das Museum besuchen. Das Bates Motel, das ist so ein cooler Screen. Kriegt noch jemand irgendwie GTA Vice City Vibes? Wegen dem ganzen Neon? Oh, es sieht so cool aus. Natürlich wieder der Streifenwagen. Fragezeichen? Dooley, warum hast du eine Lampe dabei? Wir übernachten hier nur, also dachte ich, dass ich nicht viel mitnehme. Nur das hier und ein paar Nahrungsergänzungsmittel für den Fall, dass ich Sport machen möchte, während ich hier bin. Ich liebe dich, Kumpel. Änder dich nie. Ich gebe mir Mühe. Das ist der Grund, warum ich meine Uniform auch im Urlaub trage. Ja, ne? Weil, Gepäck. Weil, wahrscheinlich wäre es sonst zu schwer, das Modell zu ändern. Ich kann kaum glauben, dass wir jemals in so eine exklusive Einrichtung reinkommen würden. Nur das Beste für dich, Kumpel. Ja, hier geht's dann zur Straße. Ich guck natürlich erstmal das andere an. Eine Mülltonne voller alter Burrito-Verpackungen, halb voller Energy-Drink-Dosen. Das ist ein Hammergetränk, das lässt sich Geräusche sehen und dein Herz beatboxen. Warum sollte das jemand wollen? Keine Ahnung, für Trips und so. Oder beim Gaming, wenn du richtig hart am Zocken bist. Zimmer frei. Ich hab uns eingecheckt, wollte sicher sein, dass es in der Pension noch Zimmer gibt. Pension, das ist ein Motel, Detective. So viel Neon. Das ist so, damit man nicht sieht, wie mies dieser Ort ist. An keinem Platz, den mein bester Freund mir hier an meinen Geburtstag mitnimmt, kann es schäbig sein. Oh, voll süß, Empfang. Ach du Heiliger, was hatten wir gerade gesagt über schäbig? Wusstest du, dass der erste Empfangstisch in Ohio von Julius Caesar im Jahr 1932 vor Christus gebaut wurde? Welche Geschichtsbücher liest du? Warte, man kann über Geschichte lesen? Er hat sich's einfach ausgedacht. Bin ich froh, dass es hier eine Klimaanlage gibt. Es ist so warm draußen in der Wüste. Ey, verbraucht man richtig meine ganze grüne Luft. Dann sehen wir, es ist auch kühl. Geht und atmet da, ihr erhöht hier drin die Temperatur. Was schauen Sie? Letztendlich geht sie nichts an. Ey, ich hab den Fisch selbst gefangen. Sie haben da nie so einen großen erwischt, richtig? Ist klar. Alles klar. Das ist nicht der Rundnutzer gedacht. Das ist der Fax an meine Mutter, um sicher zu gehen, dass sie die Katze gefüttert hat. Natürlich heißt er. Ich dachte gerade Marvin, das wäre perfekt, aber nein, es ist sogar schlimmer, es ist Narwin. Sie erinnert sich nie daran, dass sie die verdammte Katze füttern muss. Jede Nacht komme ich heim und reite sie an und ich rette die Katze an. Fütter halt einfach die verdammte Katze, Ma. Warum benutzen Sie dafür ein Faxgerät? Ich möchte nicht mit ihr sprechen. Mit ihm möchte ich auch nicht sprechen. Ich behaupte einfach mal, ich spreche ihn perfekt mit diesem leichten Genuschel. Die Wüste, ein Ziel für alle ihre schlecht durchdachten spirituellen Reisen. Okay. Hey, das Wasser ist nicht zum Trinken da. Wirklich? Na, was sehe ich für Sie aus? Nach einem Einhorn nennt sich ja witzig. Das ist mein Wasser. Wenn Sie Wasser haben wollen, gehen Sie zum Diner nebenan. Ich werde dümmer mit jeder Sekunde, wie ich den Typen so einspreche. Aber ich ziehe es jetzt einfach durch. Ey, mach die verdammte Tür, lass den ganzen Sand rein. Warum seid ihr überhaupt hier?
Wegen der Sehenswürdigkeit. Dann seid ihr am falschen Platz, Trottel. Das ist ein Motel, das kann man ja wohl im Schild von der Tür erkennen. Keine so gute Kombinationsgabe für einen Detective, wie mir scheint, was? Die Sehenswürdigkeit ist hinten in der Hauptstraße, dann dem Schild folgen. Wenn ihr den örtlich begrenzten Sandsturm seht, wisst ihr, dass ihr in der Nähe seid. Örtlich begrenzter Sandsturm? Das habe ich doch gerade gesagt, oder? Also glauben Sie, dass ein schlauer Kerl wie Sie mit all dem zurechtkommt? Wir haben hier ein Zimmer gebucht. Also ihr seid die Kerle. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr noch auftauchen werdet. Es ist zu spät, ihr seid in Zimmer 2. Danke. Sie brauchen sich nicht zu bedanken, ich habe das Zimmer nach dem letzten Dustin hier ausgefällt. Was ein Guy. Okay, ich könnte jetzt sonst noch überall hin, aber wir gehen erstmal in unser Zimmer. Und dann, machen wir von da aus weiter. Habe ich hier mit ihm gequatscht? Ja, nur das Beste für dich, Kumpel. Ich will in jedem Screw mit ihm quatschen, weil seine Gedanken sind einzigartig, um das Mindeste zu sagen. Glaubst du, dass ich ein Hutgesicht habe? Ich überlege von nun an öfters Hüte zu tragen. Dulli, du trägst immer eine Kopfbedeckung, deine Polizeimütze. Klar, aber ich muss die während der Arbeit tragen. Ich hatte an einen stylischen Hut gedacht. Oh, für den Feierabend? Nein, um mit denen die Mütze zu ziehen. Während der Dienstzeit treffe ich die meisten Leute, da möchte ich am besten aussehen, verstehst du? Alles klar. Ist zu dunkel, um darin was zu sehen. Das ist Zimmer 1, nicht unseres, wir sind eins weiter. Jo, dann hier. Können Münzautomaten Geburtstagskuchen machen? Würdest du wirklich Kuchen aus dem Automaten wollen? Du nicht? Okay. Der ist voll mit abgelaufenen Shampoos und Zahnpastatuben. Alles Essbare ist aus. Sieht aus, als ob das alles nicht so oft gewartet wird. In etwa wie alle nicht-militärischen Leistungen in diesem Land. Das ist surreal. Ah, oh, schau, das ist eine Tüte Käsebällchen im Ausgabeschacht. Die nehme ich mit, davon kann man nie genug haben. Jit, Käsebällchen. Cool, Zimmer 2. Da ist er, schließen wir auf und gehen rein. Achso, ich habe ja jetzt den Schlüssel. Moment. Da sind wir. Endlich, ich fühle mich, als wären wir ewig gelaufen, hätten nichts gesehen. Unser Auto steht 10 Meter weiter. Okay, da sind wir. Stellen wir unsere Taschen ab. Es ist cool, nur ein bisschen rustikal. Keine Kosten bei diesem Zimmer gescheut, was? Sorry, Dooley, das ist alles, was ich mir leisten konnte. Was? Nein, ich meine das ernst. Ich liebe es. Danke, Detective. Ach, das freut mich. Kommode. Sieht aus wie eine gute Stelle für unsere Taschen. Ja, das heißt Gepäck dann damit kombinieren. Gleich. Gott sei Dank gibt es hier eine Klimaanlage. Diese Wüstenluft wäre sonst stickig. Ich glaube nicht, dass ich ohne sie hier drin bleiben könnte. Ja, ne, weil Wüstenluft ist echt nicht so geil. Hier fehlt es wirklich an nichts. Das ist also das versprochene Wellnessprogramm. Schließlich heißt es, ein Nickerchen unterm Steuer schützt vor einem Älterwerden. Alles klar, Lichtschalter. Müssen wir das Licht noch ausmachen? Der ist nirgends angeschlossen. Ich schätze, wir müssen bei Licht schlafen. Wow. Vibrierendes Bett. Das ist eins von den Vibrationsbetten, wo man 50 Cent einwirft. Hallo, Schönheit. Telefon. Wir haben ein halbes Telefon. Ist das Telefon halb leer oder halb voll? Das ist eine Nachricht, auf der steht, ich schulde euch eine Bibel. Gibt euch eine Pastor Ferrelli. Okay, so, erstmal Gepäck abstellen. Okay, jetzt sind wir eingezogen. Wollen wir losgehen und uns die Attraktion ansehen? Ja, endlich. Das heißt, raus hier. Und dann Straße runter. Das ist der Swimmingpool. Dann hier. Okay, das ist wieder ein ewig langes Level. Oder ein ewig großes Level, das heißt, das hier wird auch ein bisschen länger dauern. Nicht deiner, die Straße. Zimmer frei, Zirkus, Attraktion und hier geht's dann direkt in die Wüste. Und hier geht's dann zum Parkplatz. Oh Gott, das ist ja krass. Das hier ist echt groß. Nichts ist wie diese trockene Wüstenluft. Man kann so richtig den Sand in den Nasenlöchern spüren. Ja, Zirkuslaster. Ein Zirkus kommt nach Twin Lakes. Was machen wir dann hier am Ende der Welt? Ich meine natürlich, danke für den aufmerksamen Geburtstagsausflug. Das Bates-Motel. Es ist eine Schande, dass die Schilder der schickste Teil hier sind. Ja, ist halt echt so, ne? Es ist, ja, das hatten wir schon. Weil, also es sieht halt schon schön aus. Aber von innen ist das Motel nicht so eine 10 von 10. So, die Attraktion. Ah, ich wusste nicht, dass es so eine Rennerei wird. Das wird für uns alle gut sein. Ich frag mich, was dieser Nebel in der Ferne ist. Ja, das ist nicht gut. Was ist denn hier los? Glaubst du, das ist Teil der Sehenswürdigkeit? Glaube ich nicht, Dooley, glaube ich nicht. Es ist ein Sandsturm, aber warum nur im Bereich der Attraktion? Heißt das, ja, Dooley, ein Fall, den wir untersuchen müssen. Sag, dass das nicht wahr ist. Ah, super. Sieht der Sturm gut aus, Detective? Ich kann nichts sehen mit all dem Sand in meinen Augen. Sandsturm. Ein Sandsturm hat sein Zentrum vor dem Eingang der Attraktion. Wenn wir da nachforschen wollen, müssen wir einen Weg finden, ihn abzuhalten. Das heißt, wir brauchen irgendwie wie so ein Schild oder sowas, was wir vor uns halten können. Information. Der Informationsstand scheint wegen des Sturms geschlossen zu sein. Alles klar, und da rein kann ich auch nicht. Cool, das heißt, hier geht's erstmal nicht weiter. Ich frage mich, ob ich damit den Wind abhalten kann, der den Sandsturm verursacht. Mit was? Mit was?
Warte, war das gerade ein Bug? Ich gehe zurück? Jetzt sag das nicht nochmal. Mit was, though? Ich gehe erstmal in die Wüste. Was für eine wunderschöne Nacht. Man sieht den Mond in der ganzen Stadt nie wirklich. Duli, wir sehen ihn ständig. Meistens nachts. Echt, ich schaue nie wirklich hoch in der Stadt. Wegen der Sehschwäche, Dinge nicht wahrzunehmen, wenn ich sie ansehe. Schau mal, Detective. Er winkt. Tatsache, ist ein winkender Kaktus. Ameisenhügel. Ein Haufen, der aus Ameisen gemacht wurde. Na dran, Kumpel. Na dran. Okay, an dem kommen wir nicht vorbei. Alles klar. Sieht aus wie ein Fußball. Tritt ihn einfach nicht. Ich glaube nicht, dass ich den Wolf mit Käsebällchen füttern kann. Ja, so verbringt man keine Ferien. Das funktioniert also nicht. So, jetzt brauche ich irgendwas, womit ich den Sturm abhalten kann. Mit dem Deckel der Mülltonne? Nee. Das geht nicht. Dann vielleicht erstmal zurück zu den anderen Zimmern? Vielleicht gibt's da noch irgendwas, wer weiß. Zimmer Nummer 3, nicht unseres, wir sind eins weiter. Swimmingpool. Entspannter Mann. Ich bin froh, dass ich Koffer mitgebracht habe. Ich bin froh, dass ich FKK mache. Hat er hier noch eine Line? 3 komplette Zimmer, das ist das größte Motel, in dem ich jemals war. Ja, Bruder. Preach. Schau dir nur mal das Wasser an. Chemisch blau ist der Name, glaube ich. Rettungsring. Das bringt böse Erinnerungen zurück. Ja, ist echt so, ne? Schau mal, die fliegen. Wahrscheinlich trocknen sie sich nach dem Schwimmen. Was machen Sie hier um die Uhrzeit? Ein Sonnenbad nehmen. Es ist nachts. Ich will keinen Sonnenbrand bekommen. Tagsüber sind die Sonnenstrahlen auf der Jagd. Ich meine, technisch gesehen bekommt er auch Sonnenlicht ab, weil der Mond reflektiert das ja zu einem gewissen Grad. Aber meine Güte. Ein Eimer mit stark geklottem Wasser aus dem Pool. Bei dem Zeug musst du vorsichtig sein. Sie erzählen dir, dass es gut für deine Zähne ist. Aber in Wirklichkeit hält man damit die Herdenmenschen im Zaum, damit sie sich nicht gegen die Regierung auflehnen. Julie, du meinst Flower, welches nicht für die Gedankenkontrolle benutzt wird. Außerdem solltest du Chlor von deinem Mund fernhalten, das ist giftig. Ach, das erklärt meinen morgendlichen schrecklichen Geschmack im Mund. Alles klar. Der Allzweckraum. Heizkessel. Okay. Bin ich froh, dass ich den hier zu sehen bekomme. Den letzten Heizungsraum habe ich verpasst. Ja, das war in der U-Bahn, ne? Er ist tatsächlich eine Schönheit. Handstaubsauger. Willst du jetzt endlich die Donut-Krümel aus dem Wagen entsorgen? Julie, du warst der rumgekrümelt hat. Es ist dann wohl ein Nein. Wischmopp. Das ist ein Hexenbesen für eine Wasserhexe. Ich meine, ja, aber meine Güte. Die Hauptsicherung für das Motel. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Damit müsste das Motel sein Wasser und die Zimmer heizen. Den Pool auch, schätze ich. Ich muss das dann wahrscheinlich irgendwie manipulieren. Aber aktuell ist das noch nicht drin. So, jetzt waren wir hier. Dann... Hier geht's dann zur Attraktion, das hatten wir, genau, das ist der Screen. Nein, Duli, ich lieb dich, ja, aber das wollte ich nicht. Dann zum Diner, erstmal gucken, was da los ist. Boy Meets Grill. Yikes. Ich kann kaum glauben, dass... Ja, okay, nur das Beste für dich, Kumpel. Die uralte Liebesgeschichte. Ja. Dieses Schild ist aufgemalt, ich schätze, sie haben rund um die Uhr geöffnet. Das sind Öffnungszeiten nach meinem Geschmack, außerdem sieht das ein bisschen aus wie bei der großen Krabbe, ne? Hat die nicht auch irgendwie so Anker? Teilweise auf der Tür, ich weiß es nicht genau. Deiner. Da hat das Spiel jetzt aber mal nachgedacht und lang geladen. Können wir bitte mit dem, was wir gerade machen, aufhören und von all dem eins bestellen? Servietten, würde ich sagen. Servietten, mein Gott. Ich bräuchte ein paar von denen, um den Speichel von meinem Mund zu wischen. Senf und Ketchup. Senf und Ketchup, die beiden Geschlechter. Ganz dünnes Eis, mein Freund. Das ist wie eine neu entwickelte Torpedowaffe, die direkt auf mein Herz abgefeuert wird. Menü. Bestellt, was immer ihr mögt, Jungs. Ja. Aber denkt dran, der Koch kann nur Kekse backen. Oh, Moment, was? Okay. Burgerbild. Ich hoffe, die Burger sind genauso gut, wie sie aussehen. Sind sie das jemals? Nicht in Twin Lakes, Zuckerschnute. Jedes Essen muss schlechter sein, als es angepriesen wird. Anweisung der Bürgermeisterin hält die Bevölkerung unzufrieden. So wird man aber nicht wiedergewählt. Das ist nicht, wie es funktioniert. Speisen. Wie geht's? Hans Knut, weiß schon. Sprich, Knecht. Was ist los? Richtig, natürlich. So halt selbstverständlich. Willkommen, Jungs. Kann ich euch was zu essen machen? Bist du der Boss? Natürlich bin ich das, auch wenn es nur ich und der Klaus sind und wir uns gerade außerhalb der Saison befinden. Ist also nicht das schickste Setup. Bellt meine Lichter an und seine Werkstatt am Laufen. Also, Moment. Vergesst es. Ich habe nichts gesagt. Gehört ihr zum Hotel? Zum Glück nicht. Ich glaube, Narwin möchte nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Er ist nicht der geselligste Mensch.
Okay, warum geht deine Arbeit in der Öffentlichkeit nach? Familienbetrieb, so wie ich das mitbekommen habe. Seine Mutter angelte, sein Vater hat den Laden geschmissen. Aus diesem oder jenen Gründen ist er da reingeraten, aber ich glaube, er mag die Nacht. Die Macht, nicht die Nacht. Ich glaube, er wollte an den kompletten Machtmissbrauch herankommen und Polizist werden, aber das hat nicht geklappt. Ey! Wenn er mir eine Schulterzug-Animation spendiert hätte, würde ich sie genau jetzt einsetzen. So nach dem Motto, I don't care. Ihr kommt doch wieder, hört ihr? Kunde. In Ordnung, Stullen. Stullen? Der Reimslang für Bullen. Ist er das? Weiß nicht, versucht die Worte zu schütteln wie Butter, ganz banal. Lernen Sie das mal. Ah, hört sich nicht so an, als ob es gut läuft. Nein. Was bringt sie so weit raus in diese Gegend? Unsere Roadshow versuchen zu promoten. Madame Hummel, ihr frivoler Rummel. Warte, ist das Slang oder wie nennt man das? Ich hab's vergessen. Ist das ihr Laster da draußen? Mein was? Ihr Laster? Ihr Zaster? Ah ja, mein Zaster. Der parkt draußen auf dem unleserlichen Beleg. Unleserlicher Beleg? Was? Ja, kann ich mit mir den Rüssel ausleihen? Oh, wenn Sie den Rüssel haben wollen, dann will ich dafür eine Gegenleistung lassen Sie mich nachdenken. Eine Verfehlung für mein Inventar, um in Ihrer Stadt aufbauen zu können. Okay, sicher. Sorry, was? Wenn Sie meine Lastwagenschlüssel haben wollen, brauche ich eine Genehmigung von Ihnen, damit ich meinen Zirkus in Ihrer Stadt aufbauen kann, Kumpel. Ja, okay. Diesmal habe ich verstanden. Richtig. Ich rufe doch mal das Revier an. Was? Was ist denn mit dem los? Das ist... Also, in sein Gehirn würde ich gerne mal reingucken. Ich habe ja gesagt, Duli finde ich sehr interessant, aber sein Gehirn ist ja Next Level. Die Küche, jeder Screen hier ist so unglaublich hübsch. Was würde ich nicht alles drum geben, so eine Küche zu Hause zu haben? Na, du würdest sie niemals benutzen. Konfitüre. Wusstest du, dass Leute außerhalb von Amerika das nicht Jelly nennen? Sie nennen es Jam. Und Jelly nennen wir Jello. Hier bedeutet Jam das, was klemmt. Aber dort bedeutet es sowohl Gelee als auch Konfitüre. Sprache ist verrückt. Ja, ich würde es hassen, ein Nicht-Amerikaner zu sein, der versucht auch nur einen flüchtigen Blick auf ihre Kultur zu erhaschen. Wow. Oder wie wir Amerikaner sagen, wer im Glashaus sitzt, fällt selber rein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ein Glas Ahornsirup. Jetzt brauche ich nur noch einen Haufen Pfannkuchen. Das könnte ich gut als improvisierten Kleber benutzen. Keine Chance, ich weiß, was du für einer bist. Vielleicht. Okay. Ich schätze, an einem Ort wie diesem kann es nie genug Soße geben. Hefe. Etwas Hefe, um Burgerhälften und anderes Zeug aufzublähen. Mein Verlangen nach einem Burger wird größer und größer, während wir hier stehen. Sollte ich vielleicht... kannst du meine Hefe nicht einfach wegnehmen? Ich brauche sie, um Weihnachts- und andere ganze Jahreskekse zu backen. Ja, Klaus... Wie ein Klaus, es ist der Weihnachtsmann, der jetzt einen Zweitjob hat. So sieht's nämlich aus. Lüftungsschacht. Scheint kaputt zu sein, ich hoffe, hier kommen keine Critter rein. Ich auch, also irgendwelche Viecher, ne? Ich auch, wir müssen sonst früh schließen, auf den Kammerjäger warten. Küchenmaschine. Ein glänzender Mixer für Soßen und Shakes. Und für saisonale Getränke, zum Beispiel Eierflip. Nur so als Beispiel. Wir sollten ihn nach Hinweisen durchsuchen. Waage. Ein paar Gewichte, sie sehen unbenutzt aus. Ich bin Künstler, ich schätze die Mengen. Und die Elfen helfen mir dabei. Ich meine, keksige Weihnachten. Oh, Mist. Er ist voll mit Weihnachtskeksen. Das ist mein Spezialgericht. Ja, Klaus halt, ne? Bratkoch. Ich kenne sie. Sie sind der Weihnachtsmann. Nein, bin ich nicht. Ich bin irgendwer anders. Ja, irgendjemand komplett anders. Was machen sie hier? Ich bin auch nur ein Kerl, der seine Rechnung bezahlen muss. Genau wie du. Heizkosten, richtig? Weil ich dich noch nie vorher getroffen habe. Tschüss. Weihnachtliche Grüße. Was immer das für welche sind. Kenne ich dich? Okay, das ist ja alles super cool. Aber was machen wir jetzt? Also wir müssen irgendwie den Laster benutzen. Wahrscheinlich dann, um mit dem Schild zu blockieren. Ne? Den Sandschild, um da reinzukommen. Dafür brauchen wir aber einen Hörer, weil wir haben nur ein halbes Telefon. Ich muss also irgendwie beim Faxgerät hier was klauen. Ich gehe mal in die Waschküche, da war ich noch nicht drin. Ich schätze, das ist so ähnlich wie im Museum / Pool zu entspannen. Tut mir leid, Kumpel. Waschmaschinen. Als Kind habe ich diese riesigen Blasenmaschinen geliebt. Der richtige Mix aus Reinigungsmitteln und Küchenutensilien hat den ganzen Platz immer mit Sud bedeckt. Nun lässt sich meine Schwester noch einen Münzautomaten benutzen. Wailing Whites macht ihre Bettlaken weiß genug für selbst die wählerischsten Geister. Wenn ich auch nur irgendwas waschen muss, fühlt sich das nicht mehr wie Urlaub an. Warum? Ah, schon wieder mein Tisch gehauen. Es ist immer derselbe Knöchel sogar. Ich bin doch einfach doof. Warum würde ich im Urlaub einen Kopf oder Socken anderer Leute wollen oder brauchen? Okay, Kleiderbügel. Wofür brauche ich einen einzelnen Kleiderbügel? Nimm ihn doch einfach mit, düstere Ecke. Hey, ich verstecke meine schmutzige Wäsche auch im Dunkeln. Fühle ich. Wie kann das sein, dass das Ding immer dass diese Dinge immer eine Socke essen? Ich bin nicht sicher. Das könnte ein Fall für ein ruhiges Wochenende sein. Okay, hier kann ich also gefühlt noch gar nichts machen. Alles klar. Jetzt muss ich halt an das
Faxgerät kommen. Irgendwie ist nicht zur Kundennutzung gedacht. Und wer der Schwachsinn mit der Katze? Achso, ich durfte es doch benutzen. Ich habe es jetzt einfach durchgeklickt wie ein Blöder. Ich durfte es doch benutzen. Weil ich habe gedacht, er sagt das selber, aber er dann sagt er, ja, wir sind Polizei, wir müssen. Also, dann macht halt. Zentrale. Sally, ich bin's. Ich brauche eine. Wer ist? Ich bin's. Sally, ich bin's. Detective McQueen. Wir arbeiten zusammen, wir sind Freunde. Ach, wenn wir wirklich so gute Freunde sind, wie kommt's dann, dass du nicht zuerst gefragt hast, wie es mir geht? Direkt zum Geschäft übergegangen. Ich kann auch gleich zum Geschäft kommen, wollte nur mal so sagen. Tut mir leid, Sally, es war unhöflich von mir. Wie geht's dir? Beschäftigt, zu beschäftigt für abendes Geplauder. Warum geht's? Kannst du uns Chief fragen, ob sie eine Genehmigung für den Zirkus ausstellt, um nach Twin Lakes zu kommen? Nicht nötig, ich habe hier eine vorab unterzeichnete Genehmigung. Betrachte es als erledigt. Warum hast du einfach so fertig unterschriebene Genehmigungen rumliegen? Hör mal, willst du die Genehmigung haben oder willst du Fragen stellen? Genehmigung bitte, ich werde sie dir zufaxen. Dauert einen Moment. Cool. Genehmigung. Das heißt, ich dachte, ich muss ihm irgendwie Käsebällchen oder so einen Schwachsinn geben. Nee, ich gehe einfach hin, halt die Marke mal kurz raus und er lässt mich machen. Warum kann es nicht immer so easy sein? So, pass auf, Kollege, hier ist die dumme Genehmigung. Ich habe ihre Genehmigung. Sorry, ihre... Was war das? Befehligung. Hast den Ruß gefußt. Gute News. Hier ist mein Zasterschlüssel, Lasterschlüssel. Vielen Dank, aber ich muss fragen. Warum versuchen Sie so zu sprechen? Das ist ein ziemliches Durcheinander. Es fügt allem eine Note der Originalität hinzu, oder? Tut es das wirklich? Ja, es ist einfach nur nervig. Also ich für meinen Teil... Find's einfach nur nervtötend, aber okay. So, Bums, dann blockieren wir einfach mit dem Schild den Sandsturm. Spring ein, Dooley, lass uns zurück zu dem Sandsturm fahren. Klingt wie ein Plan. Cool. So mögen sie das auch tun. Wundervoll. Ich find's auch gut, wie da einfach nur ein Schild ist mit Wüste, als wäre es wirklich eine Sehenswürdigkeit. Also, okay, dann lasst halt genug vom Sturm ab, um uns in die Nähe des Eingangs zu bringen. Das ist erstaunlich. Normalerweise können es die Leute doch kaum erwarten, aus Museen rauszukommen. Okay, Information. Willkommen zum Museum, dem Twin Lakes Zwillingssee-Fundstück-Museum. Ach, das Museum. Hallo nochmal. Ja, hallo nochmal auch an Sie. Lange nicht gesehen. Sie erinnern sich nicht an mich, oder? Ich fürchte, da haben Sie mich erwischt. Verzeihen Sie mir, in meinem Job als Tourismusbeauftragter von Twin Lakes treffe ich buchstäblich Dutzende von Menschen pro Jahr. Versuchen Sie es trotzdem. Ich kann mich nicht an alle erinnern. Ja, ist das nicht der Typ aus dem Camp? Das ist der Typ aus dem Camp. Na? Glaube ich? War das Jamie? Wie war das mit dem Sturm? Wissen Sie, ich frage mich oft das gleiche wegen Stürmen und Gewittern. Hitzewellen auch. Was soll das? Was soll das alles? Aber was ist mit diesem? Ach, Jamie, der, wegen dem Sie, werden Sie kommen und die Fragen stellen, habe ich zu mir selbst gesagt. Leider war ich gerade auf Toilette. Alles, was ich weiß, ist, dass ein Fischer kam, um sich den Ort hier anzusehen. Als der Sturm kam, war er weg. Wie sah er aus? Gelbe Haare, Schnauzbart, Fischerkleidung, also Kleidung, die nach Fisch riecht. Okay, was können Sie uns über den Ort erzählen? Trotz zahlreicher Warnungen gehen viele Leute zum Monstersee, um zu fischen. Natürlich hat das echte Monster fast alle Fische gefressen. Da es wahrscheinlich keine Fische zu fangen gibt, ziehen die Leute alle alte Stiefel an Land, Nummernschilder, schreckliche Artefakte der Macht und umgekehrte Fahrräder. Wenn sie wertvoll sind, will die Stadt, dass sie alle katalogisiert werden. Und falls sie zu den schrecklichen Seeliebhabern gehören, lagere ich sie so weit wie möglich vom See entfernt. Was gefunden wird, fahre ich hierher. Moment, umgekehrte Fahrräder? Ja, der Rahmen ist aus aufgeblasenem Gummi und die Räder sind aus Metall. Die hiesige Erfinderin Claudia Roth hat sie erfunden, um die Überbelastung durch Fahrräder in der ganzen Stadt zu reduzieren. Hast du auch irgendwelche Merchandise-Artikel? Oh ja, wir verkaufen Stiefel, die den Stiefeln nachempfunden sind, die im See gefunden wurden. Sie sind sehr unbequem. Wir haben auch T-Shirts eingeweicht in Seewasser, um ihnen einen einzigartigen, penetranten Geruch zu verleihen. Und Hüte mit unserem Logo drauf. Oh, ein Hut, ich will einen Hut. Ein Hut für das Geburtstagskind, bitte. Kommt sofort. Also, wenn du sagst, da ist ein Logo drauf. Ich meinte, wir haben Miniaturversionen unseres Logos darauf gebaut. Ja. Ich liebe ihn. Was soll? Sieht aus wie ein Gefängnis. Es war einmal eins, dann haben sie angefangen, das ganz interessante Zeug vom Seemonster aus dem See zu fischen. Also haben sie alle entlassen. Ergibt Sinn. Ja, wir kommen nicht da rein. Ne? Okay, graben wir uns einen Weg rein. So tief, also bin ich in diesem Fall schon gesunken. Wir graben uns einfach rein. Alles klar. Schau dir mal all die feinen Dinge an, gefischt aus den Tiefen von Lake Monster. Eine Bowlingkugel, ein Teddybär und da, schau, eine runtergeschmissene Lampe. Uh-oh, es ist ein Flaschengeist. Warte, oder also so ein Lampengeist. Ne? Warte, wie bin ich hierher gekommen, Genie? Wie bin ich hierher gekommen? Wurde ich aus dem See gefischt? Natürlich nicht, Dooley. Ach, du wärst beinahe darauf reingefallen, dass ich glaube, man hätte mich aus dem See gefischt. Hast du, oder? Mal ernsthaft, wurde ich nicht, oder?
Okay, Schild. Sprich wirklich für sich selbst. Tja, keine Kamera in der Ausstellung. Haltet durch, Leute. Irgendwann kommt der Tag, da fischt jemand eine raus. Bowlingkugel. Was für Köder sie hier wohl benutzt haben? Foto. Oh wow, ein Foto von Bigfoot. Das ist das Bild, das ich aufgenommen habe. Moment, du hast Bigfoot getroffen? Das ist eine Kannst du mich ihm vorstellen? Sicher. Pokal. Da steht's. Es ist der Heilige Gral limitierte Auflage. Nummer 3423 von 5000. Tatsächlich einzigartig. Ja, ungefähr 5000 Mal einzigartig. Eine seltsam aussehende Lampe mit entferntem Deckel. Der Lampengeist ist gerade ausgeflogen. Bitte hinterlassen Sie einen Wunsch nach dem Piepton. Piep. Ich wünsche mir, dass nach diesem Trip nie wieder zurück zur Arbeit zu müssen. Ich frage mich, ob das eine Lampe von einem echten Lampengeist ist. Und wenn ja, wo ist er? Diese Streumagie könnte den Sandsturm da draußen erklären. Wir sollten uns nach etwas umsehen, das mächtig sein könnte. Wir sollten uns besser danach umsehen. Doppelt gemoppelt? Nice. Hey, die ähnelt dem Campaufseher, den ich letztens getroffen habe. Das war Nigel in der Verkleidung. Ach so, Junge, ist die überzeugend. Autokennzeichen. Eine ominöse Zeugkennzeichnung. Can't swim. Nice. Das behauptet Excalibur zu sein. Lass mich mal sehen. Oh, ich krieg's nicht raus. Definitiv Excalibur. Der Typ fängt an, mich nervös zu machen. Ja, ist es wieder derselbe Teddy, hat eine andere Farbe. Aber na, ist potenziell auch böse. Ein Vogelskelett erinnert mich an die Zeit, als ich damit Türschlösser im Museum geknackt habe. Das war noch Zeit, ne? Wow, ein zweiköpfiger Fisch. Ich kann die Einstichlinien sehen. Ein zweiköpfiger Fisch, der nähen kann. Das ist ja noch beeindruckender. Totenkopf. Das ist ein ziemlich ominös aussehender Schädel. Ja, aber der ist außerhalb des Bildschirms, also sollten wir ihm keine weitere Beachtung schenken. Ja, ich kann ihn nicht sehen, ne? Das ist der Joke. Also, man sieht ungefähr die Hälfte und dann ist gut. Das ist ja unglaublich. Seht euch das an. Ich glaube nicht, dass du Fotos machen solltest. Das steht genau so auf dem Schild. Was, sind sie die Polizei? Eigentlich, ja. Oh, ich dachte, ihr Sohn hätte sich für Halloween verkleidet. Wir sind gleich alt. Das ist die falsche Jahreszeit. Ja, 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 ich schätze, es tut mir leid. Kein Problem, ich fühle mich geschmeichelt. Okay, wir sollten uns nach was Mächtigem umsehen. Okay. Was ist hier super mächtig? In der Wüste ist nichts neu? Beim Motel, aber es sieht doch alles gleich aus. Wir suchen jetzt... Nevermind, hab nichts gesagt. Der Lampengeist hängt jetzt hier rum. Okay. Ah, schau dir die Kinnlinie von dem Kerl an. Du bist hinreißend charmant zuvorkommend. Ich wollte blau sagen, wie oberflächlich auf meine Hautfarbe zu achten. Ja, es ist ganz offensichtlich auch von der Persönlichkeit so ein bisschen, ne, der Genie aus, Aladdin und so. Nice. Nein, es ist nicht nur hier so verbreitet. Wo ich herkomme, ist alles blau. Rosa Gesichter wie deines wären seltsam, aber ich habe den Anstand, kein Ding draus zu machen. Tut mir leid. Du bist der vermisste Lampengeist. Ja, ich kümmere mich gerade um meinen eigenen Kram und trockne ein bisschen durchnässte Feinwäsche vom Nacktbaden meiner Lampe in eurem See, als dieser Typ plötzlich unerwartet an mir gerieben hat. Jetzt hänge ich bei ihm fest, weil er bis er drei Wünsche äußert. Üblicher Deal, keine extra Wünsche, Atomkrieg ist tabu, teinfreches Zeug. Ich dachte, ich werde im Leben entkommen, aber ich hänge bei ihm fest, bis seine Wünsche verbraucht sind. Wer immer mich dann findet, ist dran. Ich wünschte, ich könnte diesen Teufelskreis durchbrechen und heim zu meiner Familie. Leute, die mit Wünschen in der Gegend rumlaufen, scheinen gefährlich zu sein. Vielleicht bekommen wir diesen Lampengeist nach Hause. Und vielleicht können wir dich nach Hause bringen, wenn wir eh schon dabei sind. Das sagte ich gerade. Gut, weil du weißt schon, ich glaube, das ist eine gute Sache, Wünsche aus den Straßen von Twin Lakes zu entfernen. Mich wundert es, dass du so dagegen bist. Dulli, ich bin nicht dagegen, ich habe es vorgeschlagen. Okay, okay, ich werde deine Geduld nicht strapazieren. Ich finde nur, dass es für die Stadt sicherer wäre, wenn wir helfen würden. Und nett, wenn wir ihn dann auch heimbringen könnten. Macht das Ding ihn dümmer? Also noch dümmer? Von wo kommst du? Ich entstamme den Träumen antiker Männer, ein Ort unvereinbarer Freuden und Ansichten. Du weißt es nicht, oder? Nee, ich ging, als ich ein Kind war. Wie kommst du nach Hause? Ich weiß nicht, ich kam nie zurück. Ich weiß nur, dass ich die Wünsche von dem Typen loswerden muss. Tut mir leid, dass ich dir nichts Besseres raten kann, aber mein Reich sind Wünsche. Für Ratschläge brauchst du sowas wie eine spirituelle Reise. Spirituelle Reise? Ja, eine hochintensive Reise in die Wildnis. Hochintensiv? Wie hochenergetisch. Die Leute mischen sich ein kräftiges Gebräu, um in die richtige Stimmung zu kommen. Viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nicht mein Ding, aber ein Weiser kann dich vielleicht führen. Heise, ja? Fein. Ich werde tun, was ich kann, aber ich kann nichts versprechen. Wenn du mich schon noch was fragen willst, weißt du, wo du mich findest. Dort, wo der Meister hier hingeht. Tourist. Guten Abend, meine Freunde.
Guten Abend. Hallo Spätzle, was für ein herrlicher Abend. Als Kind saß ich an solchen Abenden oft draußen, hab nachgedacht. Über was? Ich hab nur gedacht, Gedanken. Ach, du weißt schon. Wer ist dein Freund? Das ist mein Glücksbringer, mein Ass im Loch, also Ass im Ärmel quasi. Eine besondere Redewendung, die besagt, dass es gut ist, ihn zu haben. Mit denen werde ich sicher das beste Stück im Lake Junk finden, was jemals gefunden wurde. Dann werde ich auf der Titelseite von Lake Junk Monthly sein. Das wird sicher zu meinem überwältigenden Aufgebot an Podiumsgesprächen in Talkshows führen. Ich signiere natürlich nicht meine Bücher, versteht sich. Ich habe keines geschrieben. Ich werde einfach nur irgendwelche Bücher signieren. Und was könnte das Leben noch für mich bereithalten? Dann bin ich übersättigt und schwach und reise um die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten Pfund, immer in der Hoffnung, vergangenen Ruhm zu wiederholen. Am Ende wird mein Wahnsinn den ursprünglichen Pfund überschatten und das wird dann noch das Einzige sein, wofür ich bekannt sein werde. Auf irgend so etwas kann ich wohl hoffen. Was ist denn mit dem los? Was bringt dich hier in die Wüste? Na gut, ich werde dir die Geschichte erzählen. Soll ich? Ich bin hergekommen, etwas aus dem See zu fischen und es in das Museum hier reinzulegen. Ist das das Ende der Geschichte? Ja, hat sie dir nicht gefallen? Das war ziemlich auf den Punkt. Was sind ein paar deiner Vorlieben und Abneigungen? Ohne Grund gefragt, wirklich. Ich mag es nicht, wenn ich Hunger habe oder mir zu warm ist. Und ich bin allergisch gegen Ameisen, die jucken immer so. Andererseits mag ich es, mystische Wesen zu zwingen, meine Schrottangelkünste auf ein höheres Niveau zu heben, als ich andernfalls in der Lage wäre. Das war eine gute Unterhaltung, vielen Dank dafür. Alles klar, das funktioniert. Ich kann Dulis Proteinvorrat einstecken. Ich bin so froh, dass du endlich mal deine Muskelmasse aufbauen willst. Dulis Eiweißergänzungsmittel. Okay. Duli, diese Zusätze, die du nimmst, die sind als vollständiger Diätersatz gedacht. Und? Du isst fast doppelt so viel wie ich und nimmst auch die... Das ist ein Anwendungsvorschlag. Vorschlag, man muss sich nicht dran halten. Okay, muss ich? Ich dachte, ich mische das jetzt. Und dann hat der Typ keinen Hunger mehr. Oder nein, er muss ja Hunger haben. Er mag es ja nicht, oder ihm gefällt es ja nicht, wenn er Hunger hat. Das heißt, wir müssen ihn hungrig machen, damit er sich was zu essen wünscht. Ah, okay, das ist irgendwie logisch. Der Weihnachtsmann ist ja ein magisches Wesen, deswegen kann ich mit ihm auch über Seelenreisen reden. Ich bin nicht magisch, aber ich weiß, dass du ein Elixier benötigst und einen abgelegenen Ort, um es zu trinken. Erzählen Sie mir von diesem Elixier. Du musst nur einen Ausdauertrank mit ein bisschen Stärkepulver mischen und schon kann es losgehen. Aber Vorsicht, der Stoff ist klumpig. Werde ich, danke, nicht Weihnachtsmann. Das heißt, das Stärkepulver haben wir schon. Ausdauertrank. Warte mal, die dumme Mülltonne. Stopp. Ich glaube, ich bin ein Genie. Energy Drinks. Ausdauer. Hammergetränk, lässt sich Geräusche den Herz beatboxen. Ich hoffe, ich muss das nicht trinken. Ja, ich weiß. Okay, dann mischen wir... Da ist ein Totkopf drauf, by the way. Schamanen Energy Drink für eine höhere Ebene der Existenz. Was für ein Marketing-Schwachsinn ist. Durstistenz. Weiß ich nicht, aber ich will was davon. Ja, dann mischen wir das einfach. Das Sprudeln und Zischen macht mich nicht gerade scharf darauf, das später zu trinken. Super Shake. Und ein entlegener Ort. Hat er gesagt, entlegener Ort? Irgendwie sowas, ne? Wo ich das dann trinken kann. Wüste? Muss ich das Ding jetzt einfach in der Wüste saufen und dann... Gönnen wir uns? Ich freue mich nicht darauf, das zu trinken. Wo hast du das Glas und die Kirsche? Duli, ich nehme immer Zeug mit. Meine Taschen sind buchstäblich voller Müll. Ich glaube, mein bodenloser Mantel ist das seltsamste Ding in Twin Lakes. Ja, es ist einfach, ja, es ist noch irgendwie Sahne obendrauf und Strohhalm. Ich trinke das jetzt einfach. Nun, auf Wiedersehen, normaler Blutdruck. Okay. Was zur Hölle? Wo kommt das denn jetzt her? Was meinst du? Das war doch schon die ganze Zeit da. Nein, das, warte, siehst du das alles die ganze Zeit über? Oh, das, der hat sich auch verändert. Endlich seid ihr hier. Wir dachten schon, ihr schafft es nicht rechtzeitig. Rechtzeitig? Ja, ihr wart vor 15 Minuten eingeplant. Ihr habt Glück, dass jemand abgesagt hat. Sonst hätten wir euch heute Nacht nicht mehr dazwischen schieben können. Hört sich an, als hättet ihr einen ziemlich eng getakteten Zeitplan. Ach, müssen wir. Die Wüste ist heutzutage überfüllt mit Leuten, die versuchen, sich selbst zu finden. Wenn du mich fragst, hat der unkontrollierte Kapitalismus uns dort zurückgelassen, wo die Identität der Menschen darauf beruht, welchen Wert sie bietet. Aber der Fortschritt lässt vielen von ihnen nichts mehr zu bieten übrig. Wie auch immer, wollen wir anfangen? Das ist überraschend real. Ferner Tempel. Ich schätze, wir gehen zu der merkwürdigen Pyramide mitten in der Wüste. Es gibt nichts, was ich lieber tun möchte. Alles klar. Warte, wie kommen wir von hier zurück? Gar nicht, schätze ich. Wolf. Willkommen, Reisende. Die Antworten, die ihr sucht, liegen hierin. Antworten? Oh, okay. Versuchen wir es nochmal, ne? Willkommen, Reisende. Die Fragen, die ihr sucht, liegen hierin. Dann finden sich auch die Antworten, die sie auf die oben genannten Fragen suchen. Okay, das ist alles sehr verwirrend. Nun, es ist eine spirituelle Reise. Wenn wir euch gesagt hätten, was euch erwartet, wäre es eher eine spirituelle Beratung gewesen. Wirklich? Wie auch immer. Schreitet vorsichtig voran, tapfere Gesellen.
Ist das jetzt Indiana Jones? Muss ich an Gott glauben und einen Schritt nach vorne in den Abgrund machen, dann stehe ich auf einer unsichtbaren Brücke. Wer hat das gebaut? Und wie haben sie die Baugenehmigung dafür bekommen? Schätze, wir gehen rein. Das uralte Ritual, ominöse Portale zu betreten, obwohl wir beide es besser wissen. Ja, jedes Mal. Ach du Heiliger. Was ist das für ein Ort? Sieht aus wie der... Hier, am Ende von Interstellar. Im schwarzen Loch, wo sich selber sieht, tausendmal und wortwörtlich mit der Zeit interagieren kann. So ungefähr. Hier? Ach, waren wir hier nicht schon? Ach du, mir gefällt das nicht. Wohnen wir jetzt hier? Ich glaube ja. Und jetzt haben wir getauscht. Sie werden Geschichten über uns erzählen. Über uns, die Tempelpolizei, die durch die Hallen wandert und Bestrafung für jeden austeilt, der den Gott der vielen Türen verärgert. Alles klar, endlich. Schau dir mal diesen Ort an. Ein Tempel für den Körper. Ich bin bei meinesgleichen. Du, das sind Wölfe. Klappe Zweibeiner, ich bin jetzt ein Wolf. Nein, nicht verlassen. Nein. Wir wissen nicht, warum das Gebäude uns hergeführt hat. Ja, und Duli will auch nicht gehen. Und ich kann auch nicht mit ihm reden. Wolf 1. Ich verbrenne so viel Energie. Ich kann mein versenktes Fell riechen. Entschuldigung. Weniger sprechen, mehr stemmen. Okay, wer bist du? Ich bin der übelste, verrückteste und krasseste Wolf in der Wüste. Man nennt mich Rockin' Rick Rover. Aber du darfst Rockin' Rick Rover zu mir sagen, wie die anderen auch. Okay, warum tragt ihr nachts Sonnenbrillen? Die einzige Sache, die besser ist, als Eisen zu stemmen, ist cool dabei auszusehen, während man Eisen stemmt. Was macht ihr hier? Wo sollte ich denn sonst sein? Im Hotel? Lahm. Im Diner? Lahm. Beim Touri-Treff? Lahm. Das Rick nicht geht trainieren, das wird wohl nie passieren. Ach, Entschuldigung. Er hat seine Leine vergessen. Es kommt ab und zu mal vor. Wir riechen uns später Milchgesicht. Maltisch. Du solltest da besser nicht drauf gehen, Bruder. Sie ist aus dem Gleichgewicht. Ein farbenblinder Bison hat sie verhunzt und ist dann fortgelaufen. Okay. Bruder, du kannst es. Zerschmettere das Eisen. Hi. Hey, Bruder, bist du hier, um auf der Hantelbank zu trainieren? Ich schätze, das bin ich. Das ist Pech, Bruder. Bank ist kaputt. Ich vermisse die Bank, Bruder. Wer bist du? Ich bin Randy, Bruder. Ich bin stärker als jeder andere Hund hier in der Gegend. Willst du mit mir Armdrücken machen? Nein, trotzdem, danke. Sag es doch nur, weil du weißt, dass ich gewinne. Brauchst dich nicht zu schämen, zuzugeben, dass ich der bessere Wolf bin. Um fair zu sein, bist du ein besserer Wolf als ich. Klar, Bruder. Wo ist dieser Ort? Das hier ist das Wüstensportzentrum, Bruder, wo Wölfe, Kojoten und Bisons herkommen, um zu trainieren und abzuschalten. Aber der Rest dieser Trittbrettfahrer ist nicht mehr zurückgekommen, seit Argus die Hantelbank kaputt gemacht hat. Kaputt gemacht? Ja, Bruder, hat die blauen Gewichte auf der roten Seite und die roten auf der blauen Seite befestigt. Das Gleichgewicht ist aus den Fugen geraten. Soll ich schauen, ob ich das reparieren kann? Na klar, Bruder, ich habe auch schon mein Glück versucht, aber ich bin Wolf. Wir haben keine entsprechenden Daumen. Außerdem sind wir zu sehr damit beschäftigt, diese Gewichte zu stemmen. Woo! Okay, ich schaue, was sich machen lässt. Okay. Was macht ihr hier? Arbeit an diesem komischen Kolben. Macht ihr sonst nichts? Bruder, wenn die Welt irgendwas anderes bereithält außer Training, will ich es nicht wissen. Ja, das sind die Bros. Ne, wir sehen uns, Bruder. Okay, kann ich das einfach fixen? Mal schauen, ob wir die Bank für die Jungs hinkriegen können. Oh nein. Ich muss diese Gewichte auf die andere Seite bringen. Sie sind schwer, sie kann ich immer nur eines bewegen. Ich kann sie nicht zurückschieben, aber ich kann von vorne beginnen, wenn ich muss. Ich hab's. Oh mein Gott, das hat natürlich mal mitgedauert. Und fertig. Okay, die Bank ist repariert, Jungs. Gute Arbeit, Bruder. Ich wusste, wenn du dich drauf konzentrierst, schaffst du es am Ende. Großartig. Ich bin immer noch nicht völlig sicher, warum ich eigentlich hier bin. Oh, hab ich fast vergessen, Bruder. Wir sollten dir noch den nächsten Teil der Reise zeigen. Woo! Alles klar, Bruder. Festhalten. Detective, ich fühle mich nicht so gut. Was? Wir haben Liftoff? Schätze ich, was zur Hölle... Okay, 2001, A Space Odyssey, ja, sehr, sehr lustig. Und Dudley hat immer noch seine Mütze auf. Okay, Fetra Dimensional. Was ist gerade passiert? Hast du das alles gesehen, Dudley? Was, die Fitnesswölfe und das Sternbaby-Zeugs? Also ist das passiert? Natürlich, ich habe es gerade eben erlebt. Und du machst dir bei all dem nicht vor Angst in die Hosen? Warum sollte ich? Für mich sieht das alles wie die übliche Schall- und Rauchwerbung aus. Stimmt, also was machen wir jetzt? Ich denke, die Werbung war ziemlich eindeutig. Wenn man Lampengeistern helfen will, nach Hause zu gelangen, braucht man nur Marken auf Lampen zu pappen. Wie soll ich hier draußen in der Wüste solche Briefmarken finden? Warte mal, was ist das in meiner Tasche?
Kosmische Briefmarken. Wie sind die da hingekommen? Am besten nicht zu viel drüber nachdenken, so komme ich immer durch die Fälle. Oh, einverstanden. Aber wofür sind die? Hast du nicht aufgepasst mit diesen, dann können wir den Lampengeist nach Hause schicken, sobald der Wunsch frei ist. Ist es das, was das alles bedeutet? Na dann, lass uns die Lampe frankieren, schätze ich. Ach, du bist ein Poet und weißt es nicht einmal. Weiß ich, Dulli. Weiß ich. Was weißt du? Ach, vergiss es, gehen wir. Okay. Das heißt, ja. Wir, na vor allem die Anzeige war super eindeutig, Dulli checkt das. Ich nicht so wirklich. Aber, okay, jetzt bin ich falsch gelaufen. Straße? Attraktion. Und dann einfach ablecken und da drauf machen. Dann ist das schon mal erledigt. Eins von gefühlten 100 Sachen, die ich machen muss. Was machst du da? Die Marke auf die Lampe kleben. Ja, aber du benutzt die blauen, du musst die roten benutzen. Die Werbung war betreffend des nötigen Portos ziemlich eindeutig. Wirklich? Okay, ist das besser? Absolut. Super, gehen wir ein paar Wünsche verschwenden. Ich habe sie frankiert und fertig. Jetzt ist Phase 2, den Lampengeist wieder reinbekommen. Wir müssen Otto dazu bringen, seine Wünsche mit harmlosem Zeug zu verschwenden. Also los. Ah, er ist jetzt hier drin. Den Lichteffekt habe ich nicht gesehen. Sie sind drin und schauen fern. Es muss einen Weg geben, wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Ich muss das Fernsehprogramm manipulieren, damit irgendwas mit Essen drauf ist, schätze ich mal. Und den Heizkessel muss ich auch hochdrehen. Dann später, weil er mag es ja nicht, wenn ihm zu warm ist. Kleiderbügel. Ich muss eine Antenne bauen. Dafür ist der blöde Bügel gut. Das nehmen wir auch mit, das Waschmittel. Jetzt brauche ich das ganze Zeug, was ich bisher nicht mitnehmen konnte. Muss ich jetzt aufheben. Und dann irgendwie daraus eine Antenne konstruieren. Die dann irgendwie was anderes im Fernsehen zeigt. Einmal mit stark geklautem Wasser. Nehmen wir mit. Nehmen wir immer noch nicht mit. Okay, und wo würde ich jetzt eine Antenne bauen? Ach so, hier ist eine Leiter. Konnte ich die schon immer benutzen oder ist die jetzt erst aufgeploppt? Die führt mich nach oben zur Antenne. Da müsste das Motel seinen Fernsehempfang herbekommen. Ah, dann machen wir das hier. Das sollte das Fernsehsignal durcheinander bringen. Okay, ich dachte, ich stelle das jetzt auf irgendwas um, wo Essen drauf ist, damit der Typ Hunger kriegt. Aber ich schätze, ich habe ihn jetzt einfach mal aus dem Zimmer rausgeholt, ne? Das ist schon ein Anfang. Oder auch nicht. Die Kanäle scheinen nicht zu funktionieren. Alles, was ich sehen kann, ist Essen. Okay, hat doch funktioniert. So werde ich schnell Hunger bekommen. Ich sorge besser dafür, dass die Küche vorher schließt. Okay. Das heißt, also Essen hier gibt's ja nicht. Ich muss das Diner sabotieren. Die Frage ist, wie? Oh mein Gott, okay. Ich kann auf die Rückseite des Diners gehen. Ich müsste halt nur mal genauer das Level untersuchen. Ist mein Fehler. Ganz links kann man auf die Rückseite, das ist eine Ratte. Stell dir vor, eine Hexe wird hinter der Tonne hervorhüpfen und wir beide würden an Herzattacken sterben. Stimmt, keine Gruselfilme mehr für dich, vor dem ins Bett gehen. Oh. Der Lüfter in der Küche. Ja, eine Ratte. Hey, du kleiner... du bist ein ganz schneller, was? Sabotage. Bestechung mit Cheese Puffs. Wenn ich der Ratte einfach Käsebällchen gebe, dann habe ich keine Leckereien mehr, aber auch keine Ratte. Ja, das ist ja die Idee. Standard-Essensreste. Okay, altes Auto. Ein verlassenes Auto. Sieht aus, als wäre ein verlassenes Radkreuz im Kofferraum. Ich habe lieber ein glückliches Radkreuz. Lass es uns aufmuntern. Radkreuz. Okay, muss ich die in die Küche bringen. Weil sonst, hat er gesagt, wenn Viecher reinkommen, müssen wir schließen. So verbringt man keine Ferien. Ich muss die Ratte in die Küche bringen. Das ist die Idee, weil dann müssen sie zumachen. Wie machen wir das am besten? Ich bin nicht sicher, ob das was bringt. Hä? Die Ratte geht dahin, wo Essen ist. Und wenn du jetzt... Da muss ich den Lüftungsschacht erst komplett aufmachen mit dem Radkreuz. Nee. Der Lüfter in die Küche. Okay, ich kann jetzt, glaube ich, den Wäschekorb mitnehmen, weil jetzt sind wir in einem Fall, ne? Jetzt ist er auch damit okay, einfach Zeug einzustecken. Wäschekorb. Ach so, oh mein Gott, warte. Nein, falsch geklickt. Missklick. Machen wir es über den dümmsten Umweg aller Zeit, machen wir das hier. Moment. Eine komödiantisch krude Falle. Es ist eine Rattenfalle. Und dann muss ich sie dann in den Lüftungsschacht stecken, anstatt sie einfach reinzulocken. Hier, Kleine, ich habe ein paar leckere Käsebällchen für dich. Na ja, damit. Du, die sind für die Ratte. Kann ich sie haben, wenn ich mich als Ratte verkleide? Das wäre ein komisches Cosplay. Jetzt haben wir eine Ratte.
Nein und fragt nicht. Ich wollte nicht. Gut, lass es. Aber nein. Wir könnten ihn Magnum Creechy nennen. Dudi, wir nehmen keine Ratte als Deputy. Nicht schon wieder. Okay. Muss ich jetzt da reinstecken. Okay, schickt mir einen kleinen Kerl rein und schließen wir den Laden. Warte, können wir nicht was Polizeimäßiges tun, um ihn stillzulegen? Zu spät. Was ist das? Ein Rattenfreund? Ja, ho, ho, hallo, kleiner Freund. Oh, warte, du solltest nicht hier sein. Hey, Su, was sollten wir doch mal machen, wenn wir eine Ratte in der Küche haben? Eine Ratte? Ach, verdammt süßer, ich hab's dir doch schon gesagt. Jedes Mal, wenn du eine Ratte siehst, schließen wir den Laden für den Rest des Tages. Oh, okay. Ich schätze, wir stempeln heute also früh aus. Ach, verdammt. So, das hätte sich damit erledigt. Tut mir sehr leid. Ich sollte die Elfen wirklich mal die Lüftung reparieren lassen. Ich meine, ich sollte sie reparieren. Also, selbst. Ich hoffe, diese Schließung kostet nicht zu viel. Ach, wie süß, dass du dir Sorgen machst. Aber ich bin eine Millionärin. Ich mache das hier nur zum Spaß. Gut. Sehr gut. So, damit hätte sich das erledigt. Küche ist zu... Ach nee, nicht erst schon wieder. Netter Abend zum Warten, falls man später nochmal für ein Rätsel gebraucht wird. Meinst du nicht auch? Ich meine natürlich, Günther ja auch. Aber vergiss es, ich bin einfach zu müde. Der steht hier einfach auf Abruf. Das ist nice. Okay, alles, was ich sehen kann, ist Essen. Jetzt habe ich Hunger. Ich rufe den Zimmerservice an. Hallo? Ich hätte gerne eine Portion Essen, bitte. Die Küche ist geschlossen. Nicht wegen der Ratten oder irgendwas. Einfach geschlossen. Was geht hier das an? Ja, wie sonderbar konkret. Egal, ich habe Hunger. Ja, dagegen kann ich nichts machen. Oh, ich habe eine Idee. Lampengeist? Ja, eine Portion Essen, bitte. Wie du wünschst. Einer ist weg. Schau nur, das ganze Essen. Mehr Bratwürste, als man essen kann. Ein Wunsch weniger. Aber wenn ich mehr Wünsche verbrennen will, muss ich ihn wohl aus dem Zimmer locken. Die Frage ist, wie? Also ihm ist auch nicht gerne zu warm. Das heißt, ich muss die Klimaanlage sabotieren. Kann ich in das... Doch, hier ist richtig. In das Diner und mich in der Küche bedienen? Ja, ich kann noch rein. Alles klar. Glaubst du, es würde ihm was ausmachen, wenn ich das aufesse? Tablett. Perfekte Mahlzeiten zu transportieren. Schreiber auf den Kopf zu hauen für improvisierte Frisbee-Spiele. Will er nicht mitnehmen? Will er auch nicht mitnehmen. Ja, ich muss mich hier... Bedient heißt die blöde Ratte. Ich werde sicherstellen, dass dir die Stadt eine Empfehlung für deine Arbeit hier gibt. Hä? Natürlich kannst du deine Familie zur Zeremonie mitbringen. Wir sind gespannt, sie zu treffen. Der Grill. Ich denke, er hat diese Burger angelassen. Das ganze Ort wird abfackeln. Wusstest du, dass Leute aus... Ja, nimm die Konfitüre mit, komm für die Ameisen. Ja, ich kann nicht mehr zustimmen. Er nimmt sie nicht mit. Jetzt, den Sirup nimmt er mit. Okay. Hefe auch? Hefe auch. Ich guck mal, was ich sonst noch einstecken kann. Aber mehr als das brauchen wir nicht. Biest verlangt nach Monsterkuchen. Mein Lieblingskuchen. Okay. Das heißt, ich lock die Ameisen mit dem Sirup bis zum Motel? Ist das der Plan? Das ist langsam wirklich abgefahren. Ne? Also wirklich, wirklich abgefahren. Ich muss eher einen Weg finden, die Ameisen rauszuholen, anstatt sie festzukleben. Okay, das hier ist der Sicherungskasten, der ist abgeschlossen. Aber wenn ich den aufmache, kann ich die Klimaanlage abschalten. Und dann kommt der Typ aus seinem Zimmer raus. Kein normaler Schlüssel. Sieht fest verschlossen aus. Mit einem Radkreuz? Und wir sind drin. Oh, Rätsel. Ah, ne. Klimaanlage ist aus. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Ja, jetzt kommt er raus. Na, jetzt ist er am Schwimmen. Junge, ist das plötzlich heiß. Ich bin doch hergekommen, um mich abzukühlen. Was machen meine Fluchtpläne? Ich arbeite dran. Ich will dich nicht hetzen, aber ich will ihn nicht nochmal beim Umziehen zusehen. Okay, kommt doch auch ins Wasser, es ist sehr angenehm. Ja, noch, mein Freund. Ich kann aber auch nicht bei ihm einbrechen. Wir müssen einen Weg in sein Zimmer finden, während er am Pool abgelenkt ist. Hast du nicht zuvor schon ein Schloss geknackt? Mach das einfach nochmal, leichte Sache. Ja, aber ich... Nun, ich wollte sagen, da hatte ich die richtigen Werkzeuge. Jetzt habe ich nur Werkzeuge. Das Skelett. Okay, ich muss ganz kurz eine weite Runde laufen. Wo war das in der Attraktion? Da gab es einen Vogel- oder ein Fischskelett. Da brauchen wir die Gräten. Quatsch. Nein. Vogelskelett. Hier. Wird Zeit, das nochmal zu machen. Dann kommen wir da rein. Boah, das ist so komplex. Das ist so viele verschiedene Bildschirme mit so viel Zeug, womit ich auch nicht immer interagieren kann. Weil ich meine, die Logik ist, ja, da brauche ich es nicht, aber nimm es doch einfach gleich mit. Dann habe ich zwar Items ohne Ende, aber es ist einfacher, als zurückzulaufen. So, alter Knochentrick. Und wir sind drin. Cool, wie sieht's denn hier drin aus? In die Räume anderer Leute einbrechen, ihre Sachen durchwühlen. Das ist der schönste Geburtstag aller Zeiten. Suchen wir mal nach Hinweisen, womit er seine Wünsche verbraten könnte. Okay. Sieht aus, als wäre er uns zuvor gekommen. Nun, ja, es ist sein Zimmer. Ach, verdammt, immer ist er uns einen Schritt voraus.
Schalter. Aufkleber, auf dem steht Stromschalter für das Krankenhaus von Twin Lakes. Nicht ausschalten. Das kann nicht stimmen, aber ich riskiere es lieber nicht. Speisewagen. Zumindest hat ihm dieser Wunsch eine nette Mahlzeit eingebracht. Telefon. Sein Telefon geht. Shake. Da ist eine Packung Antihistaminika gegen Ameisen, genannt Antihistamine. Er muss gegen Ameisen allergisch sein. Okay, das wussten wir schon, er mag sie ja nicht. Aber das ist einer dieser singenden Fische. Ich möchte mal wissen, welches Lied das ist. Ich bezahle der Schwere des Alm, bin hier, um dich mit Beschwörung und Zauberei zu belustigen, ich schwöre. Um jetzt doch den Barschlecker erscheinen zu lassen, zeichne zuerst ein Pentagramm mit dem Blut. Oh, warum hast du ihn abgeschaltet, Detective? Ottos Kleidung. Er hat einen guten Geschmack. Das ist alles teures Designerzeug. Ja, nette Klamotten. Wäre eine Schande, wenn denen was passieren würde. Aber er muss sie nur wieder waschen. Bis ich mag, wohin das führt. Das hier. Oder dann das Chlor drauf, damit es einfach gebleicht wird. Erinnere mich, die später wieder einzuschalten. Ja, Klimaanlage. Fernseher. Wie kommt es, dass er einen Fernseher in seinem Zimmer hat? Nicht fair. Angelrute. Selbst ob Otto hofft, auf seinem Trip etwas Museumswürdiges zu angeln. Ich leihe das für einen Moment aus. Könnte? Ja, ich nehme es mit. Kommode. Uff, die Schublade ist voll toter Spinnen. Könnte schlimmer sein, sie könnten alle am Leben sein. Ja, da steht. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Langer Stab, der mit Honig bestrichen ist. Sirup von der Stange. Ja, ja, witzig. Wir holen uns die Ameisen. Und zwar. Na? Auf. Die alte Angelrutenmethode. Hier, guck mal. Sie scheinen ranzugehen. Okay, es sind genug Ameisen für mein Vorhaben. Mache ich dir auf die Klamotten? Das ist etwas assi, aber dann ist der zweite Wunsch raus, ne? It's all coming together, boys. Langsam kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Das ist schrecklich, aber weniger schrecklich als weltveränderte magische Wünsche. Also wirklich, wir stimmen keinen Wunsch schon sein. Und es gibt Gerüchte, dass wir immer Sommer hatten, bis ein Typ sich gewünscht hat, dass es nicht die ganze Zeit so heiß sein soll. Ich glaube, ich hasse diesen Typen. Okay, jetzt sorge ich besser dafür, dass er sie nicht waschen kann. Ich sabotiere die Waschmaschine. Was ist der Plan? Wir sabotieren die Waschmaschine. Frage ist, wie? Okay, nee, was hat er gesagt? Richtige Mix aus Reinigungsmitteln und Küchenutensilien. Also Hefe und Waschmittel, ja easy. Ich muss erst mal mit dem Waschmittel machen, bevor ich die Maschine überladen will. So, die beiden zusammen sollten was Kräftiges ergeben. Schaummix. Genau, Dooley hat den Hinweis geliefert. Okay, probieren wir es aus. Jo, das war's. Wir müssen hier raus. Nun, die Maschine ist im Eimer. Was haben sie gesagt? Nichts. Dass eine Kleine verseucht ist, sollte er sie benutzen wollen, sobald er wieder im Zimmer ist. Ich muss ihn da reinbekommen. Jetzt muss ich den Pool aufdrehen. Weil dann sagt er sich, ah, das Wasser ist doch nicht so cool. Wortwörtlich. Ich gehe mal. Jetzt muss ich noch einen Weg finden, ihn zurück in das Zimmer zu bekommen. Sehr, kann mir irgendjemand hier helfen? Der entspannte Mann. Hey je, der Typ, der ist sogar blau und durchsichtiger als ich. Was machen meine Fluchtpläne? Ich arbeite dran. Ich will ihn nicht hetzen, aber ich will ihm nicht nochmal beim Umziehen zugucken. Ach, der Typ. Wahrscheinlich der hier für ein Rätsel wartet. Hey, wie wird man kundenlos sich nach Ladenschluss noch hier rumhängen? In unserem Business gibt es das Sprichwort Rahmsack. Nimm das hier und wirf es ihm entgegen. Sack voller Krähen, ab geht er. Aha. Geheimnisvoller Sack. Was? Okay. Was für einen gemütlichen Abend ich doch habe. Okay. Ah, was passiert? Hol mich heraus. Ich wünsche es mir. Zum Befehl. Nun, das war ein unerwartetes Geschenk. Und jetzt kommen die Ameisen. Was ist da draußen gerade passiert? Ich schätze, du wurdest von Vögeln angegriffen. Boah, ich hasse diesen Ort so langsam. Ich will einfach nur noch meinen Pyjama anziehen und ins Bett gehen. Ach, da sind Ameisen in meiner Hose. Hallo, Rezeption. Ich möchte bitte meine Kleidung für die Wäsche abgeben. Warum klingeln Sie dauernd, euch auf den Inseln Anspruch zu nehmen, die noch vor 5 Minuten funktioniert hätten? Ist das irgendein auszutüdelnder Scherzanruf? Kann man den Waschraum nicht benutzen? Was? Natürlich. Ich benutze den gerade eben selber, um meinen Sud zu waschen. Das ist alles. Und eben gerade packe ich eine weitere meine Schaum oben drauf. Was für eine Katastrophe. Ich wünsche mir, dass in meiner Hose keine Ameisen sind. Gilt das als echter Wunsch? Oh, ja, das ist es auf jeden Fall. Und das war's. Fertig. Und damit bin ich frei. Sayonara, Lutscher. Oh, meine Wünsche. Und er kann gehen. Ich freue mich so, nach Hause zu können. Was ist das? Eine Nachricht? Ich wünschte, ich müsste nach diesem Ausflug nicht wieder zur Arbeit. Warum nicht, Mann? Ihr zwei wart gut zu mir. Genehmigt. So, ich bin raus. Ah, oh. Spektrallieferung. Das ist Dan. Das ist
nicht gut. Und dafür ist gesorgt. Bereit, die Attraktion anzusehen, Dooley? Dooley, wo bist du hin, Dooley? 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 Oh. Irgendwas scheint... Was ist ein Wort für nicht richtig? Das ist nicht gut. Oh nein. Fortsetzung folgt. Ja, in Darkseid Detective 2. Ach du je, es endet so, weil diesen Wunsch getätigt hat, landet er jetzt in der anderen Dimension, weil da muss er ja nicht zur Arbeit, weil es gibt ihn ja nicht mehr. Das ist aber nicht die beste Möglichkeit, das zu machen, Mr. Geist. Ja, das ist schon ein bisschen frech, das so zu regeln. Ich meine halt auch, dass wir unser Revier einfach nuken können, das wäre auch eine Option. Also ja, das war's. Mehr Bonusfälle als das gibt's nicht. Man kann hier noch draufklicken auf Bonusfälle freischalten. Na, aber mehr als das existieren nicht. Es endet so, dass Dooley verschwindet. Das ist mal ein Ende. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's hier bei The Dark Side Detective. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen warten, bevor ich dann den zweiten Teil spiele, weil ich will jetzt nicht direkt mit dem Nachfolger weitermachen, sondern erstmal ein bisschen Zeit geben, damit sich das alles setzen kann. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Unglaublich lustig. Die Rätsel waren nicht so super schwer, aber gegen Ende hat es wirklich stark angezogen, besonders in By Heart und Bates Motel. Bates Motel war das Schwerste meiner Meinung nach. Es war alles logisch, aber immer so ein bisschen so mehrere Ecken rum und auch Gegenstände konnte ich dann auf einmal benutzen, die ich vorher nicht benutzen konnte. Sowas mag ich eigentlich nicht in Adventures. Aber ja, sind halt die Spielregeln, daran muss ich mich halten. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ach du Heiliger, 1,5 Stunden Aufnahme. Das hat gedauert.